Hallo, herzlich willkommen auf Stati Zockt und einer neuen Runde Wer wird Millionär? Ich bleib beim Tagesspiel, also nee, Spiel der letzten Sendung, wie heißt das? Auf jeden Fall die Sendung vom 26.05. Wir haben Anna H. gespielt, Susanne H. haben wir gespielt, Jan C. sind wir bis zur Millionenfrage gekommen, haben dann trotzdem verloren. Jetzt spielen wir Nadine S., wenn wir im richtigen Bildschirm sind. So, jetzt. Nein, ja, los geht's. Orten Sie diese Fachgebiete aufsteigend nach der Zahl der entsprechenden Praxen in Deutschland. Allgemein, Orthopäde, Zahn, Urologe, fertig. Was? Oh, was? Es gibt mehr Urologen wie Allgemeinmediziner. Was? Na, ist weg. Setzen sich die kleinen Stubeninsekten bevorzugt auf den Flocati, dann behagt offenbar den Rasen der Reporter, laufen der Meter, fliegen der Teppich, springen den Punkt, der Punkt. Setzen sich Stubeninsekten, das sind Fliegen auf den Teppich. Wer ist auch nach Wegfall des RG noch ziemlich zutreffend bezeichnet. Bergsteiger. Bergalger. Burgfräulein. Urfräulein. Zwergpudel. Zwergpudel? Sargträger. Saarträger. Gar keiner. Bergsteiger. Bergeiger. Bergeiger. Burgfräulein. Burfräulein. Weiß ich nicht. Zwergpudel. Zweepudel. Zweepudel? Sargträger. Sattträger. Satt. Sattträger. 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 Burgfräulein. Ich hab keinen Blasenschirm. Bin ich schon bitte 100 Euro Frage aufgeschmissen? Telefon. Antwort A: Bergsteiger wird zum B-Steiger. Alter, hab ich. Oh. Ja. So, der erste Jogger weg. Wer trotz Sturmwarnung aufs Mountainbike steigt, fährt offenbar auch bei starken Sendemast, Windrad, Schornstein, Windrad. Wer an Brüsseler Klöppelarbeiten seine Freunde hat, der findet super, super. Toll, toll, mega, mega, spitze, spitze. Klöppel, spitze wird geklöppelt. Spitze, spitze. Legt sich der ehemalige Police-Sänger einen Hund zu, handelt es sich dabei sozusagen um einen Krokodil-Erdferkel-Stinktier. Stinktier, Stinktier. Rotgelchen. Der ehemalige Police-Sänger. Ding. Unter welcher Bezeichnung ist das gute alte Wickelkleid heute wieder top aktuell? Burger Dress, Wrap Dress, Snack Dress, Cake Dress, Maschine voll, der Wrap gewickelt wird, Wrap Dress, Wickelkleid, alter Schäde.
Der Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen reicht von 1 bis 5, weiß bis schwarz, A bis E, lecker bis eklig, A bis E. Den Namen der Person, die sich gerade auf dem Bildschirm äußert, erfährt der Fernsehzuschauer oftmals über Fußfessel, Wadenwickel, Handschelle, Bauchbinde. Bauchbinde heißt es. Wenn der Name eingeblendet wird, ist eine Bauchbinde. Das Unwort des Jahres 2021 lautet Flashback, Pushback, Playback, Outback. Unwort des Jahres, Flashback, Pushback, weiß ich nicht. B, Pushback. Damit ist der zweite Joker weg. Das Cover welcher Zeitschrift ziert seit Ende 2019 der Untertitel Bleibt mutig? Das Cover welcher Zeitschrift ziert seit Ende 2019 der Untertitel Bleibt mutig? Emma, Vogue, Titanic oder die Apothekenumschau? Also die Apothekenumschau kann es nicht sein. Vogue, Emma, Titanic. Ich tippe ja eigentlich auf Titanic. Weiß ich aber nicht. Also muss dran Joker, ja. Das weiß ich genau. Emma, Antwort A. Okay, also die hätte ich das. Das hätte ich nicht gewusst. Sebastian Vettels Formel 1 Rennwagen trug in der Saison 2021 den Namen einer Zierpflanze, eines Bondgirls, einer Whisky-Marke, einer italienischen Stadt. Das ist ein Bondgirl. Welches Unternehmen feierte im Dezember 2021 sein 50-jähriges Bestehen in Deutschland? H&M, Skoda, Ikea oder McDonald's? McDonald's hat das 50-jährige. Der Brite Peter Higgs verdankt seinen Nobelpreis von 2013 bahnbrechenden theoretischen Arbeiten auf dem Gebiet der Teilchenphysik, mal das Higgs-Teilchen, Molekularbiologie, Petrochemie, Nuklearmedizin. Das Higgs-Teilchen müsste eigentlich Teilchenphysik sein. 125.000. Zwei Wochen nachdem Otto von Bismarck seinen 50. Geburtstag feiern konnte, verstarb Abraham Lincoln, Ludwig II. Von Bayern, Napoleon III. Oder Kaiserin Sisi. Zwei Wochen nachdem Otto von Bismarck seinen 50. Geburtstag feiern konnte. Verstarb. Ich hab keinen blassen Schimmer. Bei dir noch eine 50-50-Joker. Napoleon der Dritte. Abraham Lincoln. Alter Schwede. Tja, weiter spielen. Ja, 125.000 war es sicher. Dann bin ich rausgeflogen. Und jetzt kommt die 1-Million-Frage. In welchen beiden Staaten kommen auf 100 Frauen nur rund 85 Männer, was weltweit mit den niedrigsten Werten zählt? Kenia und Tansania, Argentinien und Chile, Thailand und Laos, Litauen und Lettland. Tja. In welchen beiden Staaten kommen auf 100 Frauen nur rund 85 Männer, was weltweit... Argentinien und Chile, Thailand und Laos, Litauen und Lettland. Tja.
Litauen und Lettland waren die scheiß Kriege. Das Tipp auf Litauen und Lettland. Ich weiß es nicht, Joker ist weg. Ah, rausgeflogen bin ich raus. Litauen und Lettland, was all die letzten Kriege waren. Eine Million gewonnen und doch wieder nicht. Tja. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wann ich die 1 Million wieder real gewinne, also wieder gewinne, ohne vorher rauszufliegen, dann schließt ein Abo ab, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Und ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, Kommentar, wäre alles super. Und in dem Fall ist das jetzt das Ende dieser Folge und ich sage halt, bis zu einem nächsten Video auf meinem Kanal. So, das muss doch mal loswerden. Hab das letzte Mal vergessen. So, aber jetzt. Und tschüss. Nice.